In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man ein Dropbox-Konto mit B3 verbindet, um Daten und Bilder zu Aufgaben etc. hochzuladen. Allgemein, Dropbox ist eine Cloud, speziell um Daten zu speichern, zu tauschen und auf verschiedenen Devices zu haben. Es integriert sich mit verschiedenen Apps auch und auch wir in B3 ermöglichen diese Integration. Es gibt es gratis, aber es gibt es auch in einer Bezahlversion, wo man mehr Speicher hat. So, fangen wir an. In B3 gehen wir hier auf Einstellungen und hier auf Dropbox. Hier kommt auch gleich ein Text, dass Sie jetzt mit Dropbox verbinden möchten und dass, wenn ihr verbunden seid, ein eigener Ordner im Dropbox erstellt wird, der heißt B3 Beekeeping. Wir brauchen hier einfach nur Klick auf Verbinden Sie Ihr Dropbox-Konto. Dann wird man automatisch weitergeleitet zu einer Authentifizierungsseite, wo extra auch steht, dass eine Verbindung zu B3 hergestellt werden soll. Hier können wir uns einloggen. Das dauert jetzt ein bisschen, bis die Authentifizierung abgeschlossen ist und eine Verbindung mit B3 aufgebaut wurde. Wenn das erledigt ist, sollten wir automatisch zurück zu B3 kommen. So, jetzt ist das erledigt. Und wir sehen gleich den Hauptordner von Dropbox B3. Also ihr habt nicht Zugriff auf den kompletten Dropbox-Ordner, sondern nur auf den Ordner B3. Und bei mir sind schon Fotos hier. Deswegen sieht man hier auch gleich Dateien. Kurz zum Interface. In diesem Interface können wir auch Dateien hochladen. Das können wir auch gleich testen. Wir laden einfach jetzt ein Bild hoch. Nehmen wir ein Standard-Bienenbild. Das schaut gut aus. Und hier können wir hochladen. Nachdem das Hochladen erledigt ist, befindet sich das Bild hier. Wir müssen aber den Ordner kurz aktualisieren. Das geht hier mit diesem Symbol. Und wir sehen hier jetzt das Bild, was wir hochgeladen haben. Wir nennen das Bild noch um, Video Muster. Jetzt haben wir hier ein Video Muster JPEG. Wir können auch das runterladen oder auch löschen. Ihr könnt hier auch Ordner erstellen. Zum Beispiel Video-Ordner und die Daten und die Bilder zum Beispiel in Ordner managen und hierher verschieben. Zurück zum Hauptordner kommt immer, wenn ihr auf diesen Pfad klickt, also Ordner, dann kommen wir wieder zurück zur Hauptseite. Ordner können auch mit dem Löschen-Button wieder gelöscht werden. So, wie hilft das jetzt uns in der App? Schön und gut, wir haben hier die Dateien. Als nächstes gehen wir in die Einstellungen und hier auf Felder. Und hier ganz unten haben wir einen allgemeinen Link zur Formulardatei und Schaltfläche zum Hochladen von Dropbox. Das aktivieren wir. Und jetzt, wenn wir zum Beispiel ins Quick-Tool gehen und eine neue Aufgabe anlegen, sehen wir hier ein neues Feld, das heißt URL. Und dieses neue Feld, da könnten wir eine URL eingeben, irgendeine, oder wir können hinten auf das Wählen Sie eine Datei aus, auf das Dropbox-Symbol klicken. Wenn wir hier raufklicken, kommen wir zu unserem Dropbox-Ordner und können hier eine Datei auswählen. Wie ihr seht, können wir dann hier jetzt auf diese ID klicken und er zeigt uns das Vorschaubild zu diesem abgeloadeten Bild an. Jetzt können wir einen Stock hernehmen
diese Kontrolle speichern und es ist jetzt dieses Bild mit dieser Kontrolle abgespeichert. Das ist dann auch ersichtlich in den Tabellen. Wir können die Spalte URL einblenden und da sehen wir jetzt eine Dropbox-ID und wenn wir auf die draufklicken, kommen wir auch zu unserem Bild. Ihr könnt auch Bilder bei euren Ständen hinterlegen. Das funktioniert gleich, weil auch im Stand ist jetzt so ein Symbol und ihr könnt hier wieder das Videomuster auswählen. Jetzt ist auch beim Stand dieses Bild hinterlegt. Das ist manchmal hilfreich, wenn ihr zum Beispiel eine Skizze von eurem Stand habt mit Ständen, wo eure Stöcke eingezeichnet sind, weil wir sehen jetzt auch im Detailfenster von diesem Stand so ein Symbol und können jederzeit hier raufklicken und sehen das hochgeladene Bild. Wie gesagt, die Bilder können zu den Aufgaben hinzugefügt werden und sind hier eine super Erleichterung. Die Bilder können auch zu To-Dos hinzugefügt werden und allgemein, wenn ihr wollt, könnt ihr auch andere Daten hochladen. Zum Beispiel habe ich bei Chargen immer den Laborbericht zur Honigernte dabei etc. etc. Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass wenn ihr mehrere Benutzer in der Imkerei habt, hat jeder Benutzer Zugriff auf dieses verbundene Dropbox-Konto. Das heißt, jeder Benutzer, sofern er die Berechtigung besitzt, kann auf dieses Dropbox-Konto zugreifen, auf diesen Ordner über diese App, also über B3. Das heißt, auch andere Benutzer können in diesen Ordner Dateien hochladen. Weiters am Handy könnt ihr beim Hochladen auch selektieren, dass ihr die Kamera selektieren wollt, am Computer nur die Dateien am Computer. Und wenn ihr den Zugriff wieder entfernen wollt oder ihr euren Account bei B3 löscht, die Daten bleiben auf der Dropbox. Das heißt, das sind eure Daten. B3 selber hat keine Informationen zu den Daten, nur eine Verbindung zwischen B3 und Dropbox existiert, solange ihr diesen Zugriff behält. Und nur die IDs, was ihr auch als Link gesehen habt, bleiben gespeichert. Das heißt, eure Daten sind in eurem privaten Besitz bzw. auf Dropbox. Das heißt, ihr könnt jederzeit auch den Zugriff hier wieder entfernen. Und wenn der Zugriff hier entfernt ist und wir gehen zum Beispiel wieder zu diesem Teststand und versuchen noch einmal das Bild aufzumachen, steht hier, das Bild konnte nicht gefunden oder geladen werden, weil einfach keine Verbindung mehr zu Dropbox besteht. Wenn jetzt auch die Verbindung entfernt wurde, hat natürlich auch kein anderer Benutzer mehr in eurer Imkerei Zugang zu dieser Dropbox. Momentan ist nur Dropbox integriert. Ich schaue auch nach anderen Möglichkeiten. Vielleicht kennt sich da wer auch aus, was andere gute Ressourcen sind. Ich habe an Nextcloud gedacht. Aber mal schauen. Vielen Dank.